Ja, hallo zusammen. Einen guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich ungemein, hier nochmal sprechen zu können auf dem Weinstephaner Forum, obwohl ich letztes Jahr auch schon die Gelegenheit hatte, sprechen zu dürfen, aber natürlich jetzt von einem ganz anderen Hintergrund. Ich bin angefragt und eingeladen worden, im Prinzip nicht unbedingt erstmal in erster Linie als Wissenschaftler, der ich in gewissem Sinne ja auch bin, als entwerfender Architekt, Landschaftsarchitekt, sondern halt zunächst einmal als Praktiker der Baubotanik. Und mein Vortrag, der gliedert sich in zwei Teile. Ich möchte vor dem Hintergrund des Themas, der Herausforderung der Konferenz, erstmal mein eigenes Wirken und Arbeiten versuchen, fast wie autobiografisch zu reflektieren, herauszuarbeiten, was waren eigentlich für den Ansatz der Baubotanik über die letzten 15 Jahre die Argumente, mit denen wir intern argumentiert haben, aber auch wie wir extern gesehen wurden und wie wir uns sozusagen auch verkauft haben. Und ich möchte dann im zweiten Teil anhand der Gegenüberstellung von ein paar Zeichnungen, die wir gerade für ein Buchprojekt vorbereitet haben, die sind noch ein bisschen unfertig, aber ich möchte damit versuchen, diese Erfahrungen übertragbar zu machen auf dieses Thema des Baumes. Das ist ja auch mein Thema, mit dem ich mich also primär beschäftige, um es dann hier für diese Diskussion fruchtbar zu machen. Ganz kurz ergänzender Hinweis natürlich noch zu meinem Hintergrund. Ich komme ja aus der Architektur, habe an der Uni Stuttgart studiert und die Uni Stuttgart in der Architektur ist ja weltbekannt für die Arbeiten von Frei Otto, also von jemandem, der versucht hat, von der Biologie zu lernen und damit Konstruktionen zu optimieren. Und da steht und stand auch immer wieder der Baumpate. Und wir haben uns ganz am Anfang unserer baubotanischen Arbeiten sehr stark auf einen Forscher aus Karlsruhe bezogen, auf den Klaus Matteck, und ich möchte da ein Zitat vorlesen, wie der über Bäume spricht. Der ist eigentlich Physiker und es ist unglaublich spannend, weil da sehr viele Keywords auftauchen, die heute und vor allem auch gestern schon gefallen sind. Bäume, die Meister der Mechanik, optimieren ihre äußere Form so, dass auf der Baumoberfläche die Spannungen gleichmäßig verteilt sind. Der vitale Baum erhält in lebenslanger Körperpflege diesen Zustand gleichmäßiger Spannungsverteilung, indem er an überbelasteten Bereichen dickere und an unterbelasteteren Bereichen dünnere Jahresringe ausbildet. Diese These von Matteck, dass der Baum ein sich selbst optimierendes Tragwerk ist, war ein bisschen der Ausgangspunkt der baubotanischen Idee, lebende Bauwerke, lebende Tragwerke zu konstruieren, sozusagen in den Baum in Dienst zu stellen für die Architektur, für die Konstruktion. Ich begreife natürlich hier den Begriff Ökosystemdienstleistung ein bisschen so, ich missbrauche den natürlich und halte mich nicht an die klassischen Definitionen, sondern es geht mir allgemein immer um dieses In-Dienst-Stellen. Und wir haben hier eigentlich die Hypothese gehabt, könnten wir nicht das optimierte Tragwerk perfekt wachsen lassen, was auch null CO2-Fußabdruck hat, weil es einfach aus sich heraus entsteht und dabei auch noch CO2 aufbindet, also sozusagen ein sehr stark in die Optimierungsrichtung auch ökologisches Bauen gedachte Motivation. So sieht es dann aus. Es ist ein studentisches Projekt, der Baubotanische Steg von mir. Und dann kehrt sich das aber relativ schnell um, wenn man das dann wachsen sieht. Dann kamen diese rationalen Argumente sehr schnell in den Hintergrund, weil man eigentlich plötzlich nur noch über das Erlebnis geredet hat. Dass man zwar einerseits das Gefühl hatte, man steht auf dem Baum, man steht im Baum, das war also schon auch irgendwie wichtig, dass der trägt, aber es war eigentlich auf einer viel stärker empfindsamen ästhetischen Ebene dann plötzlich verhandelt. Also da gab es sozusagen schon eine erste Verschiebung und das ist immer so schwierig mit diesem Bild, weil der Beamer zu schlecht ist, aber das war dann sozusagen die zweite Verschiebung. Da sieht man jemanden drin, der soll das pflegen. Ja? Und hier ist dann sozusagen dieser zunächst rational in Dienst gestellte Baum zu einem wilden Monster, wenn man so will, geworden, der sozusagen sein Eigenleben entwickelt und der vielleicht auch eine Art Diss-System Dienstleistung versucht uns also vor uns vor Herausforderungen stellt, sozusagen auch mit dieser Wildheit der Natur, die dann überbordend wird, wieder entsprechend klarzukommen. Also das ist so ein zweiter Richtungswechsel.
Und dann gibt es immer solche Detailaufnahmen, die sind unglaublich spannend, weil man da dann wieder sagen kann, ja, das ist ja interessant, weil der Baum sich technisch optimiert, weil er um diese Struktur herumwächst, er wird stabiler. Es ist aber auch, finde ich, ein Bild, was unglaublich wichtig ist, wieder auf dieser symbolischen Ebene als ein Natur-Technik-Hybrid, wo man sehr, sehr schwer dann unterscheiden kann, was ist eigentlich was. Und auch wir haben auch da sehr stark immer diesen Begriff des Biofaktors genutzt, um sozusagen dieses Bild begrifflich in den Griff zu bekommen. Wenn man jetzt dieses Bild, da kann man jetzt so Reihen zeigen, wo das immer perfekter wird, das ist sehr schön. Man kann aber auch ein Bild zeigen, was ganz anders aussieht. Das ist dann ein Baum, wo dann gesagt wurde, wir haben den Baum vergewaltigt. Haben wir ein Stück weit auch fehlendes botanisches Wissen? War der Hintergrund zu sagen, wir haben die so falsch zusammengeschnürt, diese Bäume, der ist stranguliert. Also irgendwie ist es das gescheiterte Experiment, während wir aber, wenn wir einfach mal drei hier Sachen zurückgehen, also von diesem Bild kommend, ja, zu diesem Bild kommen, dann hat dieses Projekt in sich sozusagen so zwei sehr unterschiedliche Lesarten und Sichtweisen, diese Naturschönheit des Erlebens, die Indienststellung, aber dann auch sozusagen die Kritik daran und ein kleines bisschen auch das Scheitern dieses Experiments durch ein technisches Problem, wenn man so will. Und das macht es dann aber unglaublich interessant, weil dann dieser wilde Baum, den ich vorher beschrieben habe, der uns vor die Herausforderung der Pflege stellt, weil er so vital ist, weil er so dynamisch ist, plötzlich eigentlich zum Patienten wird, weil man ihn plötzlich ganz subtil pflegen muss. Wir haben dann da Bypässe gepfropft, um diese Sachen wieder in den Griff zu bekommen. Wir haben versucht, Stützen zu reparieren und haben also sozusagen viele Jahre daran herumlaboriert, wenn man so will, um diese Vitalität, die uns am Anfang fast erschlagen hat, wieder zu bekommen. Da sind dann natürlich auch manche Sachen, wie man hier im hinteren Bildbereich sieht, dann durchaus abgestorben und da kommt man dann auch nochmal zu einer anderen Sache, die sehr stark mit den Baumhöhlen dann zu tun hat, mit den Bienen, von denen wir vorher etwas gehört haben. Und letztendlich haben wir aber dann irgendwann einen harten Cut gemacht und haben gesagt, wir kamen damit nicht wirklich zu Rande und dann hat sich ganz viel umgedreht. Wir haben gesagt, wir müssen da ganz große Bereiche herausnehmen, weil sie einfach diese dem Baum anvertraute Tragfunktion nicht mehr erfüllen konnten. Also das sind jetzt hier Begriffe mit Begriffen überschrieben wie die Amputation und dann die technische Prothese, also das Umkehren, dass wir plötzlich die Struktur, den Baum selber abstützen mit technischen Elementen. Wir haben dann Teile dieser Sachen auch immer drin gelassen, wie schon angekündigt, also diese absterbenden Elemente werden dort wieder arrangiert und dienen dann, und dann kommt eine neue Funktion wieder herein, als Habitat für Arten, die das besiedeln können, dieses verfaulende Holz nutzen können. Und wir haben aber natürlich gleichzeitig auch wiederum die Regeneration, also dass sich so etwas aus sich heraus regenerieren kann, ist ja auch etwas sehr Unübliches für ein technisches Konstrukt. Also es hat immer irgendwie diese extremen Ambivalenzen in diesem an und für sich doch sehr einfachen Projekt in dem Umgang mit Baum. Ausgangspunkt war ja hier eigentlich die Hypothese sozusagen der Indienststellung für eine originär architektonische Funktion des Tragens, des Tragwerks. Und ich komme jetzt zu dem zweiten Punkt, nämlich der Indienststellung auch in der Baubotanik mit einer klassischen Ökosystemdienstleistung, nämlich dieser klimatischen Funktion. Wir kennen sie alle, Kühlung, Verdunstung, Verschattung, Luftverbesserung, Filterung. Und wir haben dann die auch ein Stück weit stärker in den Vordergrund gerückt und haben versucht, mit unseren Techniken ganze Baumkronen unmittelbar zu bauen, die dann, das war also die These, unmittelbar die Ökosystemdienstleistungen, die Filterwirkung, die Kühlwirkung, die Verschattungswirkung eines ausgewachsenen Baumes wiederzuspiegeln, obwohl er eigentlich gebaut ist. Das ist hier dann der Punkt und dann kommt man zu einer Situation, die ist wieder genau invers zu dem vorher der Baum, der den Menschen tragen sollte und plötzlich stellt man fest, dass man hier dann anfängt, oben links sieht man dieses große Stahlkonstrukt,
dem Baum zu dienen, sozusagen ein Tragwerk für ihn zu bauen, statt umgekehrt das zu machen. Deshalb ja auch der Titel meines Vortrages. Und das ist noch weiter auf die Spitze geführt hier in dieser Schemazeichnung eines Wettbewerbsbeitrags im Haus der Zukunft in Berlin, an dem wir 2012 gearbeitet hatten. Da ist der Baum wirklich zum integralen Bestandteil eines technischen Gebildes, eines Klimakonzeptes für das Haus geworden, wo sich die Dinge sehr unterschiedlich ergänzen. Also gibt es sehr viele technische Komponente, gibt es die Regenwasserspeicherung, die dem Baum, der Baumfassade dann das Wasser zuführt. Das Ganze ist mit allen technischen Einrichtungen verkoppelt. Da liegen Rechnungen dahinter, wie viel würde die Klimaleistung, sozusagen die Leistung der Klimaanlage weniger sein, wenn dieser Baum das alles verschattet und filtert. Es war aber auch Teil eines Wettbewerbs für, wie gesagt, das Haus der Zukunft in Berlin, wo es darum ging, Zitat aus der Ausschreibung, Zukunft architektonisch zu fassen, weil man ein Gebäude bauen, entwerfen sollte, in dem die Zukunft ausgestellt wird, also das Design der Zukunft, die Technologie der Zukunft. Und wir haben versucht, dieses Thema dadurch zu fassen, dass wir halt diese Baubotanik-Fassade entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir kennen die Zukunft nicht und deshalb bauen wir ein Gebäude, dessen Zukunft wir nicht kennen, weil wir nicht genau wissen können, wie sich dieser Baum entwickelt. Und jetzt haben wir doch da, glaube ich, schon ein sehr interessantes Dilemma, dass wir einerseits diese Indienststellung haben, wo wir abverlangen, dass er was können muss, dass er eine Verlässlichkeit hat, sonst funktioniert ja mein Gesamtklimasystem nicht mehr. Und andererseits haben wir ein Konzept, was eigentlich mit dieser Unsicherheit spielt. Und das war wirklich etwas von daher sehr Interessantes, weil man dieses Dilemma dann in der Jurybeurteilung unglaublich gut, wurde unglaublich gut wiedergespiegelt. Da möchte ich so ein paar Zitate vorlesen. Ich denke, die hier die Diskussion vielleicht ganz gut bereichern könnten. Da wurde dann beschrieben, mit seinen baumberankten Fassaden ist es mehr ein Baumhain als ein Haus. Also man hat erstmal so ein Zuordnungsproblem gehabt. Und dann auch die primäre Anordnung des Baumkörpers rhythmisiert angenehm die Silhouette zur Spree. Städtebaulich entsteht eine wohltuende grüne Lücke, obwohl eigentlich ein Haus gebaut wurde. Also das wurde erstmal so positiv aufgenommen. Dann aber auch die langsam wachsende Fassadenbegrünung steht für das Ungewisse. Das wurde sozusagen da durchaus anerkannt und erkannt. Und dann aber auch, der Entwurf löst konträre Diskussionen aus, entzieht er sich doch bewusst klassischen Sichtweisen. Interessant ist auf jeden Fall, dass die grüne Fassade die Beschattungsdichte über die Jahrzehnte reguliert. Also da wurde dann dieser funktionale Aspekt herausgehoben und abschließend. Insgesamt ist dies ein bereichernder Beitrag im Rahmen der anspruchsvollen Aufgabe, Zukunft architektonisch zu thematisieren. Sehnsucht nach Natur, Gesundheit, Einswerden mit der Welt werden emotional angesprochen. Also da kommt dieses Moment auch mit dieser Biophilie-Hypothese eigentlich rein, dass es um die emotionale Bindung zu diesem Baum, zur Natur geht. Sicherlich ist es ein Nicht-Haus für Architekten, also nicht greifbar, das Attraktor für breite Bevölkerungsschichten sein kann, Neugier auslöst, Schwellenangst abbaut. Es ist aber auch verbunden mit einer gewissen Naturromantik, das darf man wohl nicht, Naturromantik irgendwie in einem architektonischen Entwurf thematisieren, und Ungewissheiten, die insbesondere den Bauherrn und Betreiber an der Stelle unsicher zurücklässt. Also das ist etwas, was hochinteressant ist, was man der Jury, glaube ich, nicht verübeln kann, wenn man den offensichtlichen Konflikt zwischen dieser Zeichnung und diesem Bild sich vor Augen führt. Kritisieren möchte ich nun doch den etwas fehlenden Mut, sozusagen, was ja auch heute schon angesprochen wurde, zum Experiment, die Chance scheitern zu können mit etwas, was Zukunft ausdrücken sollte. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt auch, wenn es um die Umsetzung der Ansätze dieses Forschungsprojekts geht, glaube ich, sehr stark auch an die Öffentlichkeit, an die Politik heran müssen, um da ein Fenster zu öffnen für Chancen und Möglichkeiten, die, wenn sie offen sein wollen für die Zukunft, natürlich auch die Möglichkeit haben, dass sich Dinge immer anders entwickeln als geplant. Ich möchte das jetzt nochmal mit zwei Bildern, also diese Widersprüchlichkeit zusammenfassen, die, glaube ich, diesen baubotanischen Ansatz
ausmacht, das war jetzt in diesem Zitat schon angesprochen, das ist die Emotionalität, die Liebe zur Natur. Ich habe jetzt hier ein Bild einer Pflanzenliebhaberin als Beispiel dafür herausgewählt und auf der anderen Seite halt diese Indienststellung, die einen extremen Pragmatismus mit sich bringt. Das ist sozusagen eine meiner Lieblingstätigkeiten, Bäume zu verschrauben, um solche Verwachsungen zu erzeugen, die viele werden es schon kennen, ganz bewusst mit diesem Gefühl, dass man das dann auch bricht. Also dass es einerseits halt um diese Liebe zur Pflanze geht und auch diese schöne Form, wenn das nachher so verwachsen ist, aber dann auch dieser Akt, der so ein bisschen was leicht Destruktives, fast Verbrecherisches aus mancher Sicht gegenüber der Natur hat und dann aber doch die Dinge auf irgendeine Art versucht zusammenzubringen. Das ist jetzt der erste Teil und auch der längere Teil meines Beitrags gewesen. Ich möchte jetzt versuchen, quasi ohne die Baubotanik nochmal dieses widersprüchliche Verhältnis von diesen Diensten darzustellen, anhand immer von zwei Bildpaaren. Auf der linken Seite sehen wir sozusagen immer die Ökosystemdienstleistung, vielleicht die Perspektive des Wissenschaftlers, der daraus drauf guckt und versucht, wie kann ich das nachher auch messen, was habe ich für einen Mehrwert, und auf der rechten Seite dann das Komplementäre dazu, vielleicht die Perspektive des Pflanzen, des Baumliebhabers, vielleicht aber auch desjenigen, der in der Baumschule dann diesen Baum erstmal produzieren muss. Also wir haben durch die Baubotanik dann einen sehr tiefen Einblick in diese Produktion von Bäumen, und es ist genau das Inverse von Ökosystemdienstleistungen. Hier sehen wir natürlich an einem Baumdach die immer häufig und im Klimawandel mehr und mehr gewünschte Schattenwirkung, was der Baum für uns tut. Wenn wir dann in die Anzucht schauen oder den Baumliebhaber, der so eine empfindlichere Pflanze vielleicht hat, dann haben wir oft genau das Gegenteil. Die Baumschulen bauen Schattenhallen, damit die Bäume schneller wachsen. Wenn wir den Ökosystem-Dienstleistungsforscher sozusagen befragen, was macht eigentlich der Wald, dann kommt ja oft die Antwort, der Wald reguliert das Klima. Außenrum habe ich extreme Temperaturschwankungen, habe extreme Strahlungsbeeinflussungen und der Mensch da drin, der hat dann ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Klima. Wenn wir jetzt wieder zum Pflanzenliebhaber gehen, baut der ein Gewächshaus um seine empfindlichen, exotischen Bäumchen vielleicht, und es ist jetzt auch gar nicht ironisch gemeint, wenn wir nur irgendwie ein paar hundert Jahre zurückgehen und schauen in den Barock, dann hat man natürlich eine Orangerie, ist ein Haus für einen Baum und nicht ein Baum für ein Haus sozusagen. Also das ist hat eine große Tradition, der baut da sogar manchmal hier eine Klimaanlage ein, baut eine Heizung ein, baut Lüftungsanlagen ein, um dieses empfindliche Pflänzchen, Baum überleben zu lassen, gedeihen zu lassen. Das Gleiche haben wir natürlich hier beim Regen und der Feuchtigkeit, die Interzeption des Waldes wird ja viel herausgearbeitet, dass er dabei bei Regen sozusagen wie ein Schwamm wirkt und dann eine hohe Luftfeuchte bereitstellt. Rechts wieder der Baum, der eine gespannte Atmosphäre in seinem Gewächshaus erzeugen will, um wieder das Baumwachstum zu optimieren, und dann künstlich oft Nebelanlagen betreibt, um da sozusagen seinem Baum etwas Gutes zu tun. Und dann noch eine der letzten Gegenüberstellungen, eine der klassischsten Ökosystemdienstleistungen natürlich, der Wald als der Schwamm, der Filter, der den Regen aufnimmt, der ihn nicht ablaufen lässt, sondern zeitverzögert ins Grundwasser einspeist und das dann in schöner, reiner, gefilterter Form dem Menschen in seinem Haus zur Verfügung steht. Und das Interessante ist ja dann, was macht der Mensch mit diesem vom Baum eigentlich bereitgestellten Wasser? Er gibt es wieder einem Baum, weil er vielleicht Umgebungsbedingungen geschaffen hat in seiner sehr dichten Stadt, die genau das Gegenteil brauchen, wo er sozusagen sein vielleicht technisch sehr stark aufbereitetes Wasser ihm geben muss, damit er überleben kann. Und dann noch dieses Beispiel, auch eigentlich eine klassische Ökosystemdienstleistung, überspitzt formuliert, dass der Baum den Baugrund für das Haus schafft, weil er Erosion verhindert, weil er den Hang stabilisiert, weil es sonst abrutschen würde, weil es sonst abgeschwemmt wird. Und wir dann, und da ist die Frage, das hat dann auch wieder Ökosystemdienstleistungen ja oft auch das wiederum umdrehen, in der Bauwerksbegrünung eigentlich
die Dienstleistung für die Pflanze erstmal erbringen, den entsprechenden Wurzelgrund zur Verfügung zu stellen. Hier ist immer die Frage, welchen Teil schaue ich eigentlich an? Schaue ich den unterirdischen Teil an oder schaue ich den oberirdischen Teil an? Links kriege ich eine Dienstleistung von dem unterirdischen Teil, rechts geht es mir dann oft um die Dienstleistung sozusagen des oberirdischen Teils, während ich quasi dem Baum dienen muss, damit er diese Wachstumsbedingungen überhaupt erst einmal vorfindet. Und die letzte Gegenüberstellung ist eigentlich die verwirrendste, die kriege ich selbst immer nicht ganz klar. Das ist jetzt dann dieser Punkt, dass ja auch versucht wird, in diese Ökosystemdienstleistungsbewertung weiche Faktoren mit einzubauen, also den Erholungswert für den Menschen, den Genuss an Natur auch irgendwie, wir hatten es gerade gehört, versucht irgendwie zu fassen. Also der Mensch, der dann irgendwie unterm Baum liegt und jetzt nicht nur den Schatten thermisch genießt, sondern eher das Spiel der Blätter, der vielleicht versucht, noch Vögel anzulocken, um das Zwitschern zu genießen. Und wenn wir jetzt den sozusagen ökosystemdienstleistungsmäßig betrachteten Menschen, dem Baumliebhaber, der Angst hat, um sein Pflänzchen gegenüberzustellen, dann kommen wir vielleicht zu einer ganz eigentümlichen Gegenüberstellung, dass der dann plötzlich anfängt, vielleicht, und das ist die Frage der Systemgrenze, dann wieder seinen Baum zu schützen, nicht nur damit er vielleicht die Kirschen essen kann, sondern dass sozusagen die Pflanze, die Teil seines Kosmos ist, nicht von negativen Kräften, so beschrieben, aus dem Naturkontext, aus dem Gesamtökosystem angegriffen und vielleicht sogar zerstört wird. Wir sehen das ja sehr viel jetzt an Fragen, wie gehe ich mit einem Eschentrieb sterben, wie gehe ich mit einem Buchsbaum sterben und so weiter um. Wie stellen wir uns dann zu solchen Debatten einzelner Baum versus Gesamtsystem? Ich habe keine abschließende Zusammenfassung, das ist, glaube ich, auch gar nicht nötig in so einem Format, wo es ja eigentlich um diese Debatte geht, sondern habe ich mich bewusst versucht, irgendwie angreifbar auch mit der Baumbotanik zu machen und das Scheitern herauszustellen. Ich habe einfach abschließend nochmal versucht, diese drei Bilder gegenüberzustellen, das praktische Machen auf der einen Seite, die Liebe zur Pflanze, die Emotion auf der anderen Seite und als drittes dann, und das will ich überhaupt nicht kleinreden, dass das ein absolut legitimes Argument auch für uns ist, diese Leistungen, auch die messbaren Leistungen von Bäumen, von Pflanzen, von Ökosystemen, gerade im städtischen Kontext, die aber, wie ich versucht habe aufzuzeigen, halt doch oft extrem im Widerstreit auch stehen zu diesen emotionalen Komponenten, und vielleicht ist es unser Versuch dann, diese zwei Dinge auf irgendeine neue Art regelrecht miteinander neu zusammenzuschrauben. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin damit am Ende meines Vortrags und freue mich sehr auf die Debatte im Anschluss. Und auf Fragen.